Und willkommen zurück hier bei Fakt. Oh, jo. Mach den mal leer. Mach das dahin. Ich will es doch eins rüber verschieben. Mir gefällt das da nicht. Ich meine, ob ich jetzt noch eins hier rüber gehe oder nicht, das ist ja auch egal. So. Hauptsache, es sieht nach was aus. Und hier sollte ich vielleicht mal die ganzen Bäume entfernen. Genau. Ansonsten passiert nämlich sowas. Ja, mach weg. Mach das weg. Das ist kein Baum. Okay, das ist ein Bäume. Hier sind Bäume. Und dann, wenn du schon mal dabei bist, darfst du auch hier draußen aufräumen. Mal ein bisschen Ordnung machen hier. Geht ja auch gar nicht. Pff, da lädt man dann vielleicht mal Besuch ein und der sagt dann, ey, also sag mal, die Basis ist schon schön. Gut nervig, dass hier dauernd irgendwelche Alarme sind, weil du angegriffen wirst und so tollpatschig bist, um hier die Basen aufzuräumen. Aber mal ganz im Ernst, der Müll, ne, das geht gar nicht. Kannst doch keinen beeindrucken, ja? Eine Putzfrau kann ich mir keine leisten. So, jetzt brauche ich den Pluta. Print. So, hier hin. Danke sehr. Das heißt, du darfst wieder gelöscht werden und gleich wieder meine Lasertürme. Sonst vergesse ich es wieder. Ja, so. Komm raus. Na, die können wir ja eigentlich rein theoretisch so machen. Das hätte ich jetzt eigentlich auch gleich mit den Blueprints lösen können, aber pff, warum auch? Oh. Nein! So. Ich hole mal die roten Förderbänder, dann brauche ich die später da nicht irgendwie umzuändern. Weil das ist doch ein bisschen stressig. Wobei ich jetzt mittlerweile auch herausgefunden habe, wenn ich so kleine Teststrecken, kleinere Abschnitte mache, funktioniert das eigentlich super gut. Sollte ich vielleicht hier und da mal machen. Schmeiß rein, schmeiß rein. Und da machen wir mal die Routen hin. So. Dass das einigermaßen geht. Aber ich muss noch die Sachen machen, die Sachen. Das muss dann noch gemacht werden. Und die Bügelhäuse. Ach, da hängen wir. Okay. Ach, nö. Ah, ja. Das ist immer wieder so ein Risiko. Will ich da jetzt runtergehen? Will ich nicht runtergehen? 20 Türme sind im Kampf. 21 Türme. Ja gut, da drüben, ne? Das ist Energie. Diese Dinger da, die nerven. Kann ich eigentlich... Ja, mach mal. Dass wir da unten auch mal irgendwann die Mauer zukriegen. Was war mein Plan? Genau, Module. Ich sollte meine Prioritätenliste neu ordnen. Das wird ein Riesending hier. Wo kamen die jetzt eigentlich her? Die kamen von der Basis. Das ist okay. Nein, ist es nicht, aber okay, kann ich nicht ändern. So ungefähr da, würde ich sagen, ne? Dann können die Roboter dann erstmal alles wegbauen. Oh, hey, das wird noch Arbeit für die werden. Schneller. Ich sollte vielleicht mal wieder Talente sammeln, ne? Das wäre nicht schlecht. Jetzt will ich ja wieder aufbauen. Ach, ich will so viel. Hat fast gepasst. Fast. Nicht ganz, aber fast. So, und das machen wir jetzt gerade so. Weil ich bin zu faul, jetzt nochmal dahinter zu gehen. So, ich sollte vielleicht ein Auto in die Tasche packen, ne? So. Mach mal weg. Ach, Steine können die gar nicht wegmachen. Schade. Okay, dann bitte. Oh, das ist super, dass das jetzt so gut geklappt hat. Du willst mich verarschen.
komm schon. Echt jetzt? Ja, ist Witz, ne? Warte mal, war das jetzt ein endliches? Ja, war es nicht. So. Weg und weg. Hier hin. Eins, zwei, drei. Es sollte vier sein. Wenn nicht, ist mir das auch egal. Ich meine, ich hätte ja auch da gucken können, dass das irgendwie passt. Aber hab's auch nicht getan. So. Und dahin. Stahlkiste, Stahlkiste. Und später machen wir daraus eine Anforderungskiste. So. Wie viele werden noch gebraucht? Drei Stück. Okay, das ist krasser als gedacht. Da werde ich jetzt aktuell noch nicht hinbauen, weil die Laser fehlen. Aber jetzt weiß ich es zumindest. Ich werde es wieder vergessen, aber es ist okay. Und ich sollte echt mal diese Aliens nerven. Ich nerve, ich weiß. Ich bin ja immerhin der böse Eindringling hier. Der böse, böse Bube. Fällt mir gerade was ein, weil ich dieses ganze Zeug sehe. Das ist, was ich mich eigentlich anmachen wollte mit dem Stein. Das wird jetzt das Einzige sein, was ich mache. Und danach gilt's an die Module, weil es bringt ja nichts, wenn ich ständig auf irgendwelche Sachen warte und die Module nicht bekomme, ne? Respektive mir die Ressourcen nicht lang, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich zu faul bin, die Module zu machen. Und hier jedes Mal abzuwarten, dass da was kommt, ist mir dann auch zu blöd. Das Landfill. Bau mir bitte nochmal eine Fabricano. Vor allem kommt es mal gut, so mit irgendeinem komischen Akzent hier anzudeuten, obwohl man gar keinen Akzent spricht, ne? Was soll irgendwas Cooles bedeuten, ja. Oh mein Gott, so ein Blödsinn. Ah, verratet so keinem weiter. So, die gehen da rein. Dann kann ich hier von Zeit zu Zeit Landfill an beordern. Mensch, schön. Das ist ehrlich. Wahrscheinlich, nee, der kommt immer noch nicht her, hinterher. Why? Du arbeitest aber schon, ja? Man sieht das bei den Dingern da nicht. Das ist das Problem. So brummeln nur. Leichtöl. Hier einfach nochmal einen Tank hin. So. Später, wenn wir dann irgendwelche coolen Sachen machen, dann werden wir wahrscheinlich tausende Liter brauchen. Ich glaube, Leichtöl war schon immer so das Problem. Das ist Abfallprodukt. Braucht keiner. Ich war unten, weil ich genau hier oben weitermachen wollte. So. Also, das heißt, wir gehen dann her, machen das immer so. So. Weiter. 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 Jetzt, Adle. Müssen wir ja einmal rein für. Was will ich da drauf machen auf das erste Fließband? Ich denke mal, diese Leiterplatten, die sind eh schon auf dem äußeren. Dann kriege ich das andere etwas besser angeschlossen. Ja. Das heißt, ich kann rein theoretisch hier runter. Einmal hier, einmal hier. So, dann sind die außen. Jetzt braucht man noch. Sind das die elektrischen Komponenten? Es gibt ja zwei verschiedene. Sind es? Okay. Euch muss ich jetzt nach oben bekommen. Die muss ich nach oben bekommen. Und ich würde sagen, die und die machen wir gleich schon mal auf dem Fließband. Werden wir hier trennen.
Ich hoffe, ich habe noch einen Teiler. Was ich ja mal machen könnte, wäre sagen, guck mal nach, was wir von dem Zeug eigentlich da haben. Wäre nicht schlecht, dass ich die auch mal aufbrauche. In der Zwischenzeit bauen wir mal ein. Ha, toll, super. Ich hätte es noch abbrechen können. Wenn ich nicht Reflexe wie eine alte Frau hätte. So. Okay. Gibt es hier eine Mitte? Das wäre cool. Gibt es keine Mitte. Das ist tragisch. Könnte lang, ne? Die grünen Fließbänder mal machen. Die blauen Fließbänder mal machen, ne? Dann langt es auf alle Fälle. So lange will ich erwarten, bis ich dann hier die ganzen unterirdischen Sachen da wegmache. Sprich, ich muss dann einmal darauf. Ich brauche jetzt noch ein paar rote schnelle. Das langt mir nur nicht, weil mir wieder erweiterte Schaltkreise fehlen. Herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Weiterforschen wollte ich eigentlich auch noch. Den Laserschaden erhöhen, die Reichweite. Da müsste ich dann mal gucken, ob die Reichweite auch davon profitiert. Könnten wir eigentlich mal machen. Ach nee, Reichweite wurde nicht. Nur Schadenserhöhung und die Feuerrate. Ja, mach mir mal aus meinen Lasertürmen Gatling-Lasertürme. Das nenne ich einen Plan. So, wo ist jetzt mein Fließband? Ich muss einfach das da suchen und kann dann dem nachgehen. Da ist es, okay. Ja, wir können eigentlich da hinten rauf. Jetzt müssen wir nur schnell sein. So, und damit habe ich eigentlich diese Ecke, die ich anfangs mal so verabscheut habe, doch gut gefüllt, ne? Jetzt muss ich hoffen, dass ich da durchkomme. Super. Wobei ich jetzt... ich kann mich dadurch... Kann ich mich da durchzwängen? Nein, 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 hör auf! Nein, ich kann mich da nicht durchzwängen. Blöd. Lass mich gerade. Ja, da oben sind die Kisten leer, ne? Mach. Nee, den kann ich nicht wegmachen. Das Einzige, was ich machen kann, natürlich, ist zu sagen... So. Und so. Dann kann ich nämlich die hier wegmachen. Und dann na, geht das doch ganz gut. Okay, dann hätten wir das Problem gelöst. Und hier rauf. Und rum. Sehr schön. Kupfer weg. Braucht hier nämlich keiner. So, hier hin, hier hin. Hier hin, hier hin. Hier hin, hier hin. Da und dort. Sehr gut. Da hinten habe ich schon gesehen. Der muss noch eins weiter. Jetzt fehlen nur noch die Lötmittel. Die Lötmittel sind... Da oben. Das heißt, ich konnte dadurch. Das ist ja. Das ist ja wie gewollt. So hin. Engine, Engine. Mach schnell. Ich hatte schon einen Grund, warum ich das dahin wollte. Ich muss ja da unten auch irgendwie um die Ecke kommen, ne? So. Mein schönes Inventar vollgespammt mit Zeug. So.
So, doch, passt. Super. Unterirdische Teile habe ich gar keine. Das ist interessant. Gib mir mal die gelben. Davon müsste ich eigentlich welche haben irgendwo. Dieses Mal warte ich auch und nutze die Zeit für eine Tatsache, dass ich genau vergessen habe, die hier umzuändern. Habt ihr jetzt eure Einstellungen eigentlich? Ja, da könnt ihr eigentlich mal reinmachen, so viel ihr wollt. Na also, davon hatte ich doch jede Menge. Das ist ja irre. Und hier mal das Zeug einsammeln. Da drüben ist sogar noch mehr. Sogar auf dem Förderband. Ja, die muss ich auch irgendwann mal alle abgehen. Wobei, wenn es irgendwo stocken würde, würde ich es ja sehen, ne? Aber ja, klar. Bräuchte ich rote? Bäh. Also gut. Sprich, wir machen jetzt die Module. Ich kann also jetzt die Modulforschung antreiben. Nee, jetzt erstmal gucken. Dafür brauche ich... Ach, da brauche ich erstmal Dinger dafür. Ja, das ist ja kein Thema. Nun heißt das aber, ich kann den da hier bauen. Das freut mich sehr. Bauen wir zwei von denen. So. Mal gucken, vielleicht kriege ich es ja doch hin, dass ich die über Förderbänder dahin bekomme, wo ich sie haben möchte. Was nicht schlecht wäre, um ehrlich zu sein. Ich brauche für so ein Labor Stein? Echt jetzt? Warum brauche ich für so ein Labor Stein? Das ist ja mal interessant. Und ich glaube, ich werde doch wieder so... Also, das habe ich aber erwähnt, glaube ich, schon mal, dass ich wieder von Yooki hier diese Dinger da hinsetze. Ne? Weg, weg. Ihr bringt nichts. Forschung übrigens auch weitermachen. Die Luftreiniger. Er ist weg, okay. Kaum Schaden. Das war jetzt eigentlich, was mich interessiert hat. Und vor allem halt die Kohle hier unten. Wobei, hier sehe ich schon, ja. Wenn wir mal die Produktionsmodule und sonstige Module haben, geht es eigentlich recht fix. So, wenn wir schon mal da sind, dann können wir auch den Stein selber abholen. Halleluja. Das weg, das weg, das weg, das weg. Weg, 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 weg. Nee, bleibt. So, die Sachen dürfen weg. Kiste voll, das ist super. Die können auf alle Fälle weg. Leinfell lasse ich mal gerade da drinnen. Und jetzt fehlt mir noch. Wow, ist hier viel Holz. Ja, Mauern sollte ich mal bei Bedarf wirklich anfangen zu bauen. Echt jetzt? Kein Stein? Wow. Machen wir es halt auf die klassische Art und Weise. Ich meine, Steinziegel hätte ich ja da und sollte eigentlich gehen. Können wir die auch da unten machen. Drei Stück. Ich habe eigentlich gehofft, es langt für ein bisschen mehr. So, wie viele will ich denn eigentlich bauen? Das ist das nächste, ne? Ich kann die hier, 1, 2. Ich brauche halt 3 Bänder, wie will ich denn das machen? Also ich kann es dann halt nicht doppelt machen, sagen wir es mal so. Ansonsten wird es gehen, ne? Das ist, was ich schade finde eigentlich. Ich würde es gerne wieder doppelt machen. Das heißt eigentlich 1, 2,
Ja, voll. Halt, nee. Das ist blöd. Ich muss das so machen, ne? Braucht dann ein Modul. Na gut. Wird mir nichts anderes übrig bleiben. Schluss letztendlich können wir es so. Hier würde ich gerne. Das ist auch die Höhe, ne? Ja, okay, dann habe ich mich da hinten zumindest nicht vertan. So. Hier rein. Dann würde ich aber sagen, dass es etwas besser aussieht. Gehen wir hier eins nach oben. Jetzt langen wir natürlich die Fließbänder nicht. Super. Zumindest nicht weit laufen. Muss dann mal alles her. Das können wir dann reinschmeißen. Das ist nicht das Problem. Und Pollination muss dann halt eben unterirdisch verlagert werden. Das ist ja auch nicht das ganz große Problem. Problem ist eher, dass ich keine Fließbänder habe. Waren wir ja schon mal so weit, ne? Und bei dem Bauxit muss ich da oben ein bisschen aufpassen, schauen, wie viel wir da haben. Nicht, dass mir das irgendwann ausgeht, was zweifelsohne passieren wird. So. Da hätte ich ja von unten wegklauen können. Ne? Die machen wir da alles kaputt, Mensch. 13 Türme. So, ich krieg das denn gar nicht mehr mit, wie die Forschung hier fertig wird. Pff. Interessant. Aber ich glaube, die hier werden wir am aller wenigsten brauchen. Seltenheitswert. So, müssen aber gemacht werden. So. So und so. Ist jetzt natürlich die Frage, ob das so schlau ist. Oder ob ich die. Na komm, wir lassen sie weg. Wir können dann später schnelle große machen. Das ist in Ordnung. Modullabor. Pff. Dann halt nicht. Schauen wir doch trotzdem, dass es gerade ausgeht. Das wäre schön. Du bist falsch. Hier hin und hier hin. Hier hin und mehr von denen. Gib's mir. Da, eins, zwei. Ey, das passt. Dann kann der da hier recycelt werden. Wenn's zum Recycling geht. So. Lass mich mal. Wo? Da. Hier hin. Da und da. Da. So. Okay, dann doch nicht mit Kisten und Flugdrachen. Flugdrachen? Wie komme ich jetzt auf Drachen? Bin halt bekloppt. So. So. Ach, herrlich. Und ich habe mir so einen Stress gemacht. Naja, das ist ja jetzt nur die Forschung. Aufbau so, die dann zu produzieren, wird was anderes werden. Ich glaube, das werde ich dann allerdings wirklich mit Dings machen. Sagt was mit den Drohnen? Das ist nicht das richtige Wort dafür. Schön. Wie sieht es hier unten aus eigentlich? Fast geschlossen die Abdeckung, sehe ich gerade. Da oben fehlt. Da. Wollte gerade sagen, ich habe mein Blueprint wieder verloren. Die müssten halt irgendwie zu stacken sein. Kann das sein, dass da hier bei dem da? Fehlen die? Nee, das ist ein Anzeigefehler. Okay, da fehlen einfach nur die Poles. Das ist gut.
Was sind Bäume und so Zeug im Weg? Nee, doch. Ich fang fast auch hier die Bäume nicht an. Ja. Hier draußen ist alles clean. Jetzt auf alle Fälle. Ich muss dann eh irgendwann rausgehen, weil hier das Gold wird gebraucht. Ne? Mhm. Na gut, über den Zug kann ich es natürlich auch noch holen. Das ist auch noch eine der vielen Sachen, die in Bälde dann hoffentlich mal starten. Und ich sehe gerade, hier habe ich das nun mal so aufgebaut. Ne? Jetzt kommen die da überall hin. Schön. Hier unten sieht es interessant aus. Da können wir eigentlich auch gleich mal sagen, räumt auf. Mehr Science Packets. Ja, mach die Türme weg. Die braucht doch keiner mehr. So. Da hängen wir. Okay. Sieht gut aus. Jetzt muss ich die Dinger dann noch loswerden. Und vor allem mal gerade gucken, warum die Forschung nicht vorangeht. Gut, da hätte ich auch noch Gold. Das wird das erste sein, was weggeht. Was sind wir denn? Was fehlt dir denn? Nichts, nur Zeit. Okay, okay, dann habe ich ja nichts gesagt. Dann geht das ja ganz gut voran. Wie viele haben wir? 2900 Stücke. Da kann ich natürlich schön forschen. Ah, da freue ich mich dann auch, wenn wir hier die Teile reinmachen. Strom haben wir, also Module. Sehr schön. Können wir mal gerade mal gucken, was brauchen wir denn? Wir brauchen Kontaktmodule. Da brauchen wir Gold für. Wir brauchen die Modulhauptplatine. Wir brauchen das da. Also sprich, ich werde jetzt mal da unten das Goldfeld anknipsen. Hierdurch. Fliegt, meine Drohne! Fliegt! Ja, ich will gerade gucken, wie viele von den Öfen ich da unten schon habe. Das können wir dann schon mal über die neuen machen. Wow. So, jetzt sind es 4 mehr. Ich wollte gerade sagen, 2 mehr. Hey, guck mal, was ich gefunden habe. Das Auto, das nicht am Bahnhof steht. Ich habe eine Mauer gefunden. Wer hat die da hingestellt? Echt mal. Das muss doch ein Pfeife gewesen sein. So. Ja, 5×5. Rein theoretisch, Moment. Rein theoretisch ist 5×5 gar nicht so schlecht. Warum kann ich nicht 7×7 bauen, weil mir Stahl fehlt? Das ist gut. So, das wird jetzt mein Auto in der Tasche. Das wird immer abgenommen. So. Habe ich es immer dabei. Ach toll, super. Jede Menge Zeug da drin gehabt. Naja. 2 Stück. Dann hole ich mir gerade noch die Öfen. Und irgendwie nutzt man das Auto in der Tasche sehr viel, wenn ich es nicht benutze. Ne? Hm. Ich glaube, das mit dem Abbauen ist eine blöde Idee. So, dann machen wir das nämlich gleich anders da. Da fehlt es hundertprozentig ja nur an dem Harz. Daran kann ich jetzt aktuell noch recht wenig ändern, respektive schon. Ich muss nur mal gucken, wie meine Drohnen ausgelastet sind. Machen wir dann gleich noch. Das war fast abzusehen. Nö, dann mach das nicht so. Ich habe jetzt gehofft, dass ich hier zwischenrein den Ofen stellen kann. Mal gucken, aber ich glaube nicht, ne? Ich brauche einen 7×7, wenn schon, dann schon. Hier. Das sieht da nicht gut aus. Dann machen wir das eben so. Gib mir den. Mach mal. Unten dran hin. Mach mal dahin.
Merken wir das mit dem Blueprint auch? Ja! Ich bin ein Genie. Sehr schön. Machen das so. Bringen das Ganze einer Land. Und natürlich noch Strom. Hier ist ein Muster. Ja klar, wenn ich es natürlich so wegdrücke, bin ich selber schuld. Aber ist gut, jetzt ich hätte mich fast das Falsche gemacht. Wir fangen mal an mit der Forschung, würde ich sagen. Ne? 25 von dem Blauen. Mach. Und anfangs ist es alles noch so schön günstig. Da überlege ich mir auch, ob ich da vielleicht mal nicht Blueprint machen sollte. Ich glaube, ich habe gerade gesehen, dass ich es mir nicht leisten kann, ne? Nö, warum auch? Okay. Ich wollte hier gerade die Strongholds da mal noch reinhauen. Strongholds. Sagt mir, was ich gerade machen wollte. Überlegen, wo ich den ganzen Schmutz aufbaue. Also, lass mal gucken. Wir brauchen das Modulgehäuse. Kunststoffstangen und Aluminiumplatten. Kein Problem, haben wir. Gold haben wir da unten gerade in Arbeit. Kupferplatten bräuchten wir auch oben. Ist oben. Aluminiumplatten, sind die oben oder sind die nur per Drohnen darauf? Wo werden die überhaupt hergestellt? Die werden da oben irgendwo gemacht. In der Mitte habe ich ja noch ein bisschen frei. Also bin ich halt froh, dass das gemacht haben, auch wenn da jetzt kein Zug durchfährt wie geplant. Aluminiumplatten. Oh mein Gott. Das ist das Schlimme daran. Ich mag Wimmelbilder nicht. Das hier ist schon fast ein Wimmelbild da drüben. Okay. Wir haben Aluminiumplatten da, was kein Problem ist, was ich da rausbekomme. Wir haben Kupferplatten da, was auch kein Problem ist. Zinnplatten ist auch kein Problem, weil wir die nämlich automatisch damit dabei haben. Und dazu brauchen wir dann auch noch die Vinylplatten. Das ist ja auch kein Problem, weil wir die Vinylplatten da haben. Ich hoffe, das wird Vinyl ausgesprochen. Vinyl? Ja, Vinyl. Ja, logisch. Die hätten wir da. Also hätten wir eigentlich alles da. Was brauchen die anders da? Gar nichts. Heißt ja eigentlich, wenn ich die da reinmache, das will ich jetzt nicht weiter rüber machen. Das Einzige, was ich dann machen werde, ist hier die Eisenkluftlösung eben hier rüber dann einspeisen. Weil mir das jetzt dann gleich besser gefällt. Da hätten wir das dann wieder mit den zwei Farben. Ich meine, hier langen ja schon mal die... Langen ja eigentlich zwei, ja? Das heißt ja eigentlich, die kann weg. So einfach ist es. Und bis die mal leer sind... Ne, Prosch... Ach du Scheiße, geht das langsam. Dafür sind es aber auch gleich schon mal die Geschwindigkeitsmodule. Ja genau, brauchen wir die Modulgehäuse, die Hardmodule und die Dingskontakt. Okay, das heißt, es muss dann auch alles hier oben irgendwo gemacht werden. Wahrscheinlich hier so in dieser Linie. Nee. Das... Ah! Ja, Warum geht die Forschung so langsam voran? War ein Idiot am Werk. Darum. nee, du. Das ist ja gar kein Erzählen. Was wollte ich hier bauen? Die Hauptplatine?
Ja, dann könnte es vielleicht später noch leicht problematisch werden. So, dann hätten wir das da. Dann bräuchten wir das da. Bitte einfarbig. Ich mag das nicht so bunt. So. Dann hätten wir das. Machen wir hier und hier. Dann haben wir das. Dann machen wir so. Ja, dann hätten wir die Schuhe auf alle Fälle schon mal. Okay. Das braucht jetzt natürlich eine halbe Ewigkeit. Ja, solange die Produktion nicht optimal läuft, lasse ich den Schmutz. Sehr schön. Das heißt... Ich hätte jetzt gerne die da hier. Man, ob die jetzt den Energiebedarf erhöhen in meiner Base, ist mir egal, ne? Wie viel? Energieverbrauch plus 15, Herstellungsgeschwindigkeit plus 20. Hm. Da gibt es halt echt krasse Module. Wo sind sie? Ich muss hier gucken. Genau, die Gott-Module, die sind ein bisschen overpowered, wie man sieht. Ja, Energieverbrauch minus 60%, Herstellungsgeschwindigkeit 80%. Und das ist nur Gott-Modul Nummer 2, ja. Produktivität 20%, Umweltverschmutzung minus 40%. Ja, Gott-Modul Nummer 5 braucht einen Haufen Zeug. Allerdings Energieverbrauch minus 150%. Ich kriege sogar noch Energie dazu. Herstellungsgeschwindigkeit plus 200%. Produktivität plus 50%. Ich kriege also bei jedem zweiten Teil statt 1, 2. Und Umweltverschmutzung minus 100. Aber den Energieverbrauch, das ist... Pfft. Und dann ist ja die Sache die, ich habe 1, 2 Slots, ja? Das sind nur die blauen. 4 Slots in den Dreiern und jedes so ein Gott-Modul rein. Puh, ich brauche gar keine Energie mehr herstellen. Also die Digger werde ich nicht absolut ausnutzen. Ein bisschen, ja, aber nicht allzu viel. Jetzt ist dann halt echt die Frage, wohin mache ich dann die ganze Schoße? Vielleicht hier unten hin, wobei das halt mit den Modulen... Ja, ich brauche halt einen Haufen Platz dafür, ne? Brauche einen Haufen Platz dafür. Was ich jetzt gerade noch machen möchte, ehe ich beende, ist... Ich habe keine Kisten mehr? Nur noch die Nachfragekisten? Das geht gar nicht. Auf 5 Stück. Jeweils dahin, dahin, dahin und dahin. Dann raus. Ja, ich muss die, wo ich in der Tasche habe, möchte ich rausschmeißen. Die brauche ich ja nicht. Für was auch. So. Mal die blauen. Mal die grünen. Pink Camouflage. Bundeswehrgrün. Und Kackbraun. Okay. Sehr schön. Damit hätten wir zumindest jetzt mal im großen Bereich dann auch wieder abgeschlossen. Zumindest mal die Forschung. Und Alien-Angriff dort hinten. Und habe ich mein Auto makes trouble? Travel. Nee, habe ich natürlich nicht eingepackt. Ist klar. Wo ich es geparkt habe, überall und nirgendwo. Ich war da unten irgendwo. Es müsste also da sein. Nein, beim Volt war ich halt schon da. Ich hab's gefunden. Machen wir mal bitte jetzt hier die ja, Effizienz. Ich glaube, da hinten sollte ich mal da rausfahren. Ein Turm ist zumindest im Kampf verwickelt. Er ist noch nicht tot. Das ist gut. Wenn wir das dann haben, war es das dann auch schon. So. Hier durch. Hier durch. Ah, schön. Ich weiß gar nicht, warum wir Kolonisten heraufholen wollen auf dem Planeten. Ups. Brauchen wir doch gar nicht.
So. Jetzt ist er tot, ne? Ich sehe da oben schon was. Das muss ich natürlich noch fix ändern. Ansonsten... ist das etwas blöde? Der ist wieder in meiner Basis drin, oder? Jetzt dieses Mal nur da, wo er Schaden machen darf. Nö, da drüben. Okay, gut. Bitte ins Auto rein, dass ich das nächste Mal nicht suchen muss. So, parken wir uns noch wo Schönes. Wow. Ja, dann kann ich da unten das Loch hoffentlich bald dicht machen. Das wäre schön, das wäre ein Wunsch, der mir sehr gefallen würde. Okay, am besten noch irgendwas kaputt machen davor, warum nicht? So, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Baba.